morgen meine Bücherwürmer. Ja, ich sehe ein bisschen fertig aus, denn ich habe es tatsächlich gestern geschafft. Ich habe es gestern durchgezogen. Ich habe bis tief in die Nacht, ich glaube es war 2:30 mein Buch zu Ende gelesen. Ich wollte es so dringend gestern zu Ende lesen. Ich weiß nicht. Also einerseits war das so, dass ich unbedingt natürlich wissen wollte, wie es weitergeht und weitergeht und auch zu Ende geht. Andererseits war es aber dann irgendwann sogar so, dass ich, glaube ich, eine Überdosis gekriegt habe. Es geht um den letzten und dritten, also den dritten und letzten Teil von Shades of Grey. Und ich habe sie halt alle hintereinander weggelesen und ich glaube, ich habe echt eine Überdosis irgendwann bekommen. Ich kann es jetzt nicht mehr sehen, obwohl ich die Bücher liebe. Also ich liebe, liebe, liebe sie, davon mal abgesehen. Alle drei Bücher kriegen von mir 5 Sterne. Aber jetzt reicht's. Sagen wir mal so, jetzt reicht's. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt ein neues Buch beginnen kann. Mein Problem ist jetzt aber dieses 7-Tage-Lesen. Wir sind ja jetzt bei Tag 4. Montag ist heute. Tag 4 von 7. Also ich habe gar nicht mehr so viele Tage und ich habe meine Suppleiche immer noch nicht angefangen. Meine Suppleiche, um es euch mal kurz zu zeigen, habt ihr ausgewählt ein ganzes halbes Jahr. Mir fehlt die Motivation, dieses Buch zu lesen. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt einen Roman lesen möchte. Ich würde es echt gerne, weil viele haben halt gesagt, ich muss es lesen, ich soll es jetzt unbedingt lesen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gleich erstmal, ich lese mir gleich nochmal in Ruhe den Klappentext durch und guck mal. Ja, auf jeden Fall habe ich noch ein anderes Buch zur Auswahl, welches ich mir bereitgelegt habe, und zwar den zweiten Teil von Firelight von Sophie Jordan, Flammende Träne. Ja, den ersten Band, den habe ich ja super schnell gelesen und ich habe mir jetzt das rausgesucht auch, weil das, wie ihr vielleicht gesehen habt, ist ausgeliehen aus der Bücherei. Und das müsste ich nächste Woche wieder abgeben. Das liegt jetzt schon ein bisschen länger hier, deswegen. Würde ich es jetzt gerne lesen eigentlich. Ich möchte auch gerne wissen, wie es mit Jacinda und Will weitergeht. Ja, aber das entscheide ich gleich spontan, weil wie ihr seht, bin ich hier noch leicht, weiß ich nicht, ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Meine Haare sind ein bisschen durcheinander. Ich habe noch meinen Pullover, meinen Schlafpullover an. Ja, ich schlafe immer mit Pullover. So ein übergroßer, den ich von meinem Bruder mal bekommen habe. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt erstmal fertig. Und ja, dann muss ich nämlich einmal was erledigen. Da muss ich nämlich einmal los. Das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, weil bis ich da bin, ich muss mit Bus und Bahn fahren. Also ich brauche schon 1 Stunde dahin und 1 Stunde dann wieder zurück. Also es dauert ein bisschen. Ich werde mich dann heute Nachmittag auf jeden Fall melden. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät wir das jetzt haben. Es dürfte so 11:15 vielleicht sein. Also so. Wo ich. Es dürfte, könnte vielleicht sogar schon 11 sein. Auf jeden Fall so um den Dreh 11 Uhr irgendwie. Und ja. Ich entscheide dann, wie gesagt, wenn ich mich fertig angezogen und fertig gemacht habe, entscheide ich mich spontan, welches Buch ich mit in den Bus nehme. Vielleicht ringe ich mich ja doch dazu, durch ein ganzes halbes Jahr zu lesen. Nur ich denke mir immer, wenn ich da keine Lust habe, warum sollte ich es dann jetzt lesen? Also dann lese ich lieber eins, worauf ich auch wirklich Lust habe. Ja. Okay. Ich melde mich heute Nachmittag nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin. Und für welches Buch ich mich dann entschieden habe und wie viel ich auch schon geschafft habe. Weil ich schaffe im Bus eigentlich immer sehr viel. Ja. Und dann sehen wir uns später wieder.